von Argentinien habe ich mich so in dich verliebt. Er war ein Mann, der die Frauen liebte. Hans Söhnker. Dass es keine größere Liebe gibt. In jedem Film brach er das Herz einer Frau und tauschte mit ihr meist zum Schluss den ebenfalls meist reichlich keuschen Kuss. Du, mein Schatz, bist mit Marika Röck. Martha Eggert. Meine wahre Meinung ist, dass ich dich sehr lieb habe. Elfi Meyenhofer. Marianne Hoppe. Anni Ondra. Ich hab schon einmal eine Liebeserklärung gemacht. Du? Ingrid Bergmann. Ja. Kirsten Heiberg. Am Ende liebten sie ihn alle. Er war unwiderstehlich. ...1903 in Kiel geboren, nimmt er während seiner Lehrzeit in einem Möbelhaus heimlich Schauspielunterricht. Mit den Worten, Sie sind ein Talent, kein Genie, stellte ihn der Intendant im Kieler Theater an. Söhnker ist 19 Jahre alt. Sein Fach ist der jugendliche Held und Liebhaber. Seine Bühnenlaufbahn führte ihn bis nach Berlin. 1933 kommt der Film. In Zarewitsch spielt er gleich die Titelrolle. Söhnker in seinem Memoriam. Die Dreharbeiten für den Zarewitsch katapultierten mich praktisch über Nacht in eine neue Welt. Die Außenaufnahmen fanden teilweise in Nizza statt und ich, das Krümelchen aus Kiel, bewohnte plötzlich im Luxushotel Negresco die frühere Suite des deutschen Kronprinzen. Seine Partnerin Martha Eggert ist bereits eine gefeierte Diva. Söhnkers Karriere explodiert. 4 bis 5 Filme dreht er pro Jahr. Er jagt von Atelier zu Atelier. Lustspiele, Operetten, Liebesfilme. Das Publikum liebt ihn. Das Leichte ist sein Fach. Und die Frauen gefallen ihm nicht nur im Film. In seiner Autobiografie und Kein Tag zu viel bekennt er: Ich habe in der Liebe nichts anbrennen lassen. Die Damen haben mich im Allgemeinen gern gesehen. Manche Partnerin auf der Bühne und im Film ist mir zugetan gewesen. Ich bereue nichts und hoffe nur, dass die Frauen, die mir ihre Zuneigung geschenkt haben, genauso empfinden. Mit Camilla Horn in Die große Chance? Er macht halt immer eine gute Figur. In Die Tschadas-Fürstin, gedreht 1934, trägt er eine fesche Fantasieuniform und reitet als Prinz Edwin direkt auf die Bühne, direkt in die Arme der reizenden Martha Eggert. Wrack und Smoking sind seine wichtigsten Kleidungsstücke. 2 und 1 und 2 und bitte mehr Schwung, etwas tiefer, 1 und 2 und 1 und 2 und... Auf das erstaunte Gesicht meines Herrn Papa bin ich gespannt. Doch selbst im Badeanzug begeistert er Marika Röck und fällt mit ihr in das Liebesduett. Früchte, die verboten sind, naschen wir alle so gern. Doch Dinge, die man haben will, liegen uns immer so fern. Küste, die verboten sind, schmecken uns immer so süß. Bedenken Sie den Sündenfall damals im Paradies. Sie sind voller Qualitäten und sie sind doch ganz mein Typ. Was würden Sie jetzt sagen, sagte ich hab sie lieb. Darauf würde ich erwidern, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sowas muss man überlegen, morgen tut es Ihnen leid. Rue Madeleine in Paris. Dieses Duett mit der Partnerin ist der immer wiederkehrende, unvermeidliche Höhepunkt in allen harmlosen Intrigen und Verwechslungen. Wer so schön zusammen singt, der muss sich am Schluss auch kriegen. Söhnker später selbstkritisch: Mitte der 30er Jahre war ich selbst auf dem besten Wege, als singender Sonny Boy vom Film verheizt zu werden.
1935-36 dreht er zwei Filme in England. Daraufhin kehrte er zurück. Für mich, den Deutschen aus Kiel, lautete die Devise damals wie heute: Ich bleef to hus. Er dreht dann an die 6 Filme pro Jahr. Vordergründlich nur Unterhaltungsfilme. Was heute kaum vorstellbar ist, aber seine Filme hatten die natürliche Aussage der sogenannten Geschlechterrollen. Mal beleidigend, mal schulregelnd wird der Frau klargemacht, wer der Herr im Hause ist. So auch der jungen schwedischen Schauspielerin Ingrid Bergman in ihrem einzigen deutschen Film. So, und da wir gerade beim Essen sind, den Tee trinke ich immer ohne. Morgens 2 Brötchen mit Marmelade, abends warm und eine Pulle Bier und ins Büro eine große Thermosflasche mit Kakao und 4 mit Liebe bestrichene Brötchen. Von wem? Von dir, mein Kind. Wollen Sie sich denn gar nicht, dass ich Karriere mache? Doktor. Marika Röck vermies der übel gelaunt die Karriere. Ich bin ja so glücklich. Vollkommen? Ja, vollkommen. So, gratuliere. Grund weint man dann doch nicht. Ich weine auch nur, weil alles so entsetzlich schwer ist. Was ist denn? Elfi Meinhofer weint, weil sie studiert hat. Warum bleibst du denn nicht das, was du bist? Nur weil du es nicht magst, Hans. Kommst du denn daran? Du kennst doch nur ein Thema. Studierte Weiber, die du nicht leiden kannst. Und in dem gleichen Augenblick, wo ich morgen deine Frau sein werde, werde ich auch deine Kollegin am Theater sein. Was? Aber das ist doch ein Scherz. Nein, Christian, das ist kein Scherz. Das ist tatsächliche Wirklichkeit. Kampe, das ist doch eine glatte Kater-Idee. Ja, freust du dich denn gar nicht? Freuen auch noch? Na, andere Männer sind froh, wenn man sich so für ihren Beruf interessiert, dass man... Und ich bin außer mir, stell dir vor. Leni Marenbach will nicht Hausfrau werden, sondern Schauspielerin. Ich will keine Schauspielerin zur Frau, ich will eine Frau zur Frau. Frau nach Maß ist ein intelligentes Lustspiel. Der Beginn der künstlerisch reichen Zusammenarbeit mit Helmut Keutner. Ihr nächster gemeinsamer Film ist Auf Wiedersehen, Franziska, mit Marianne Hoppe. Es ist eine bittersüße Liebesgeschichte um einen Kriegsberichterstatter. Darauf folgt Die große Freiheit Nummer 7. Die Hauptrolle gehört Hans Albers, aber Sönke darf hier einmal ganz anders sein. Ein Werftarbeiter aus Hamburg mit sprödem norddeutschen Charme. Seine Partnerin Ilse Werner. Kennen Sie mich denn gar nicht wieder? Nein. Oder vielleicht nehmen Sie Pepita, das passt zu allem. Ich brauche aber eine, die nur zu mir passt. Bedauere, damit kann ich Ihnen leider nicht dienen. Das ist alles, was Sie an Krawatten haben. Wer spricht denn hier von Krawatten? Ich. Ach so. Ja, dann wollen wir mal. Sönke bereut später in der Bundesrepublik Deutschland, dass er in dem Film Blutsbrüderschaft von 1939 mitgespielt hat, weil dieser Film der nationalsozialistischen Weltanschauung entspricht, dem Zeitgeist entsprechend. Doch Sönke beteuert, er war nur Mitläufer. Die Liebe steht ihm besser als das Abenteuer, der Wrack besser als die feldgraue Uniform und er zieht im Allgemeinen den Flirt mit den Frauen vor. Nach dem Kriege geht seine Karriere nahtlos weiter. Die Rollen werden ernster. Der ewige Liebhaber wird zum reifen Charakterschauspieler. Der Charme wird müde. Die Frauen aber liebten ihn immer noch. 150 Filme hat er gedreht. 1981 stirbt er in Berlin. Mit so viel Liebe, da schlägt bei jedem Schritt dein kleines Herz im Rhythmus mit. Wir beide haben uns noch.